Bevor ihr aufbrecht. Wenn ihr einmal nach oben schaut. Es wird bald regnen. Ich würde das, was von ihm übrig ist, gern in den Tempel bringen, bevor die Umstände noch schlechter werden. Ich bin mir sicher, die Bandstrahler werden euch dabei unterstützen. Ja, Mann, wir sollen den Tatort bewachen. Tragen auch mit euch die Leiche weg. Wenn man an der Mark hat's den Boron-Tempel des schwarzen Lichts. Wenn wir dahin bringen, was meint ihr? Ich denke, das wird in Ort sein. Dann wird die Leiche vom Fundort zum Boron-Tempel des schwarzen Lichts am Scherbenmarkt gebracht werden. Ist das in der Nähe dieser Stadt des Lichts, wo sich auch sein Zimmer befunden hat? Nein. Wen fragst du das? Nein. Ich werf das einfach mal in den Raum. Keine Ahnung. Nein, ich komme hier aus der Stadt. Ich kann dir sagen, das ist nicht ganz so Birke. Das ist eher ein Stück weit östlich von uns, der Boron-Tempel. Also keine große Reichweite von ihm aus. Aber definitiv nicht die Stadt des Lichts. Vielleicht sollten wir erst warten, was eure Spuren ergeben, Kasim. Zur Orientierung für euch, die Stadt des Lichts ist im Nordwesten, also Nordnordwesten von hier aus. Etwas außerhalb? Auch außerhalb der Stadt direkt sozusagen. Die Stadt ist einfach viel zu groß. Gut. Organisiert ihr einen Hund, so schnell wie möglich, dann kann ich mir währenddessen Zeit lassen, um die magische Reststrahlung zu analysieren. Wie gesagt, es kann sein, dass nichts dabei herauskommt, aber wenn ich Glück habe, ermöglicht es, jemanden zu identifizieren. Man bräuchte Geld, um einen Hund zu besorgen. Das habe ich nicht. Ich habe noch das, was Traviger mir gegeben hat. Das sollte dafür reichen. Ja, sicherlich. Die nötigen Geldquellen werden zur Verfügung gestellt. Währenddessen sollten aber die anderen nicht untätig sein. Zaron, du kannst gut mit Menschen. Klopf doch hier mal ein paar Türen und finde heraus, ob irgendwer was gehört oder gesehen hat. Wunderbar. Ist auch eine gute Idee. Dafür hat das Abenteuer auch was vorgesehen. Ich denke, das nächste Objekt. Und währenddessen, Etilio, ich weiß, du willst dir wahrscheinlich Zeit nehmen, deinem guten Freund einen würdigen Abschied zu gewähren. Aber dafür ist momentan nicht die Zeit. Jemand sollte wirklich in seinem Zimmer nach Spuren suchen und. Dafür kannst du dir vielleicht entweder hier Baron Travigor mitnehmen, oder? Wer ist der Typ eigentlich? Deutet auf Falk. Ich kann euch gerne dorthin führen, so ihr das wünscht. Kennt ihr euch in der Stadt aus? Selbstverständlich, ich komme von hier. Ja, das ist doch hervorragend. Dann werde ich euch gerne begleiten. Und Etilio begleitet den Leichnam Boron-Tempel, währenddessen Brienne. Und noch jemand zum vierbeinigen Toten? Ich begleite Brin, aber erst einmal hier, bevor wir uns alle aufmachen, wollte ich nochmal in den Raum werfen. Und während ihr da bei dem Tempel seid oder in der Stadt des Lichts, findet doch heraus, wo sich die anderen seiner Truppe befinden. Habt ihr denn bereits herausgefunden, wie viele es waren? Es sind noch vier. Fünf sind insgesamt mit. So, aber vier leben wohl noch. Wir sollten vielleicht noch einen Treffpunkt ausmachen, wo wir uns wieder treffen. Also, oder nehmen wir den hier einfach, den Tatort? Also, wir kommen mit dem Hund sowieso wieder her. Also, gut, warum? Dann ist das, glaube ich, das Leichteste, wenn wir uns hier alle wieder treffen. So in zwei Knoten oder so, je nachdem. Ich bleibe hier und ich nehme die Zeit, die ich brauche. Wir haben hier Preisschläge in der Stadt. Das kann man ganz gut hören. Meister Kasim, gib ihnen den Zettel mit den Namen, die du aufgeschrieben hast. Dann kennen sie den Trupp. Er kommt auch mit mir mit. Dann können wir sicher gehen, dass niemandem was passiert. Das alleine in der Stadt, gerade wenn hier so jemand rumläuft, wer weiß, was noch passiert. Ich bin mir sicher, einer der Herren vom Bandstrahl wird sowieso hier am Tatort bleiben müssen. Also werde ich nicht allein sein. Aber ich... Hast du damit ein Problem? Ich möchte keine Alvarans-Kommandos eingehen. Das war letztes Mal schon gefährlich genug.
Also, du sollst sie an den Türen klopfen, in den Gebäuden hier rumherum. Du wirst wahrscheinlich in Rufreichweite der Bandstrahler sein. Herausfinden, ob die irgendwas gehört oder gesehen haben. Wenn du nicht in Rufreichweite bist, dann haben die wahrscheinlich auch nichts gehört und nichts gesehen. Ja, wie viele Häuser sind das so rundherum, die jemand da abklappern kann? Kannst du ja sehen. Also 20 Stück sicherlich, je nachdem wie weit du jetzt reingehen möchtest. Alle von minderer Qualität, gerade am Rande der Brache sind das natürlich alles windschiefe Hütten. Generell Sonnengrund ist auch kein gutes Viertel, also da wird man gerne mal abgestochen, wenn man die falschen Pfade betritt. Aber hier ist es jetzt gerade aufgrund der Bandstrahler selbstverständlich so sicher, wie man in den Händen der Bandstrahler sicher sein kann. Jede Probe auf Gassenwissen zum Befragen von Zeugen dort, 15, 20 Sternchen angesammelt werden. Die Zeugen, die ihr befragt, oder die Zaron befragt, bei denen wird schnell klar, jeder hat's gehört, der Kampf war laut, da ist auch gebrüllt worden. Allerdings, keiner hat was gesehen, weil keines der Häuser in Richtung Dämonenbracher Fenster hat. Welche Fenster es gegeben hat, also schon immer hat man keine Fenster in Richtung Dämonenbrache gebaut, ja, weil dort schlimme Dinge des Nachts passieren. Deswegen hat keiner was gesehen, ja. Leute haben nur was gehört. Mal würfeln, wie lange du brauchst, um dich durchzufragen. Ja. Halt eine mühselige, langwierige Arbeit. 6 Sterne, alles klar. Also besser werden auch die restlichen Proben nicht sein. Das heißt, du brauchst, effektiv ja 4 Proben, um die 20 jeweils voll zu bekommen. 4 Proben sind 1 Stunde. In den 2 Stunden, bis die mit den Hunden zurück sind, hast du dich von der Regentonne aus bis hierhin durchgefragt und hast festgestellt, dass die Pferde auf jeden Fall hier lang gingen, weil Leute nämlich jemanden haben wegrennen hören, nachdem der Kampf fertig gewesen ist. Du hast die Pferde von hier bis hier verfolgt. Also sind sie nach Norden geflüchtet, das was wir schon wissen. Genau. Mal hier ein paar Objekte aufdecken. Dass ihr die Fährte hier stichartig verfolgt habt, sehen können. Aber die Route führt ja tatsächlich dann auch nicht am Rand der Brache entlang, sondern zwischen den Häusern. Dann hat da vielleicht ja tatsächlich jemand was gesehen. Ja, vielleicht. Kannst dich weiter umfragen, aber in 2 Stunden werden die erstmal mit dem Hund zurückkommen und dann ist es, glaube ich, schneller mit dem Hund von hier aus weiter sich durchzufragen. Kasim, währenddessen macht seine Analyse. Hast du Signaturkenntnis? Nein, ich habe leider tatsächlich keine Signaturkenntnis. Ich bin kein Analysemagier. Wenn du keine Signaturkenntnis hast, dann brauchst du halt 18 Sterne beim Analysemuster ansammeln, um die Signatur erkennen. Warte, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob das. Ja, das könnte ich sogar kostentechnisch hinbekommen. Ja. Wie gesagt, ich mache jetzt weiter. Ich kann ja beim Analyse pro halbe Stunde ansammeln. Ja. Ich brauche beim dann durchs Zeitlassen jeweils 1 Stunde. Also mache ich jetzt mal weiter. Ich habe jetzt durch die Hälfte vom Odem, die mir Frosty gegeben hatte, 7 Sternchen angesammelt. Und ich mache mal weiter. Jede Probe dauert 1 Stunde, unterbreche mich im Zweifel dann. Ja, was ich dir schon sagen kann, ich werde dir gleich im Teamspeak was unten reinkopieren. Währenddessen Perfekt. Kann Frosty vielleicht, die weiße Sonne kann mit den Helden, die in die Stadt des Lichts gehen, weitermachen. Genau das tun wir an dieser Stelle. Ich bin der Meinung, Baron Travigor wird von Falk Kleiber geführt, korrekt? Korrekt. Gut, dann könnt ihr aufbrechen über verschlungene Pfade, könnt ihr euch natürlich einen Großteil der mittleren Stadt sparen, dann direkt in die Weststadt einbiegen, an dem Villenviertel vorbei und dann über die Pfade, die nur ein richtiger Garetia kennt, in die Stadt des Lichts vordringen. Könnt natürlich dort euer Anliegen vorbringen, dass du der Baron bist und dass du von der Inquisitionsrätin bestellt wurdest und so dann auch direkt zu der Inquisitionsrätin Gilbyra Steinhauer vorgelassen werden. Die sitzt dort in ihrem Büro, schaut dich dann über ihre Zwickerbrille ab, die sie dann abnimmt und steht dann auch von ihrem Pult auf, kommt auf dich zu und gibt dir die Hand. Hat natürlich noch ihren Stirnreif von dem Praios-Siegel auf, fährt sich noch einmal durch die Haare und freut sich dann, dass du eingetroffen bist. Praios mit euch. Schön, dass ihr hier seid. Euer Gnaden, Praios mit euch.
Nun, wir sind natürlich dabei, den Mord, von dem ihr natürlich schon gehört habt, aufzuklären. Es hat sich eine Gruppe sehr fähiger Leute gefunden und wir unterstützen uns sehr gut dabei. Wir sind jetzt unterschiedlichen Strängen, denen wir nachgehen. Und wir wollten gerne nun hier in der Stadt des Lichts die Quartiere des Baron Habinselig Verstorbenen aufsuchen, um zu schauen, ob wir dort was finden können. Nun, ausgezeichnet. Ich habe schon viel von euch und den Helden der Wildermark gehört. Geht ihr also verschiedenen Spuren direkt nach. Ich möchte allerdings darum bitten, dass ihr äußerste Diskretion wahrt. Denn dies ist der eigentliche Grund, warum ich euch und nicht meine Sonnenlegion einbestellt habe. Wir gehen davon aus, dass wir im Rahmen der anliegenden Festivitäten sind es nicht ganz, aber eine Vereinigung im Rahmen der Quanions-Queste, dass es sich um ketzerische Umtriebe handelt, die vor allem auch die Stadt des Lichts mit einbeziehen. Oh, das klingt dramatisch, aber wir haben Diskretion bin ich bekannt. Sehr gut. Wir haben verschiedenste Hinweise darauf gefunden, dass es, wie gesagt, ja, Ketzer gibt. Und daraufhin habe ich Vitus Herforter als meinen inquisitorialen Agenten einbestellt. Nun ist er ermordet worden. Ich gehe davon aus, dass er den Bösewichten auf die Spur gekommen ist und dass sie ihn deswegen aus dem Weg geräumt haben. Ihr könnt euch selbstverständlich auch in seiner Kammer umsehen und wir haben auch seine, nun ja, Mitglieder in seiner Einheit abgestellt, um euch Rede und Antwort zu stellen. Und Antwort stehen werden Greifer, Alrizio, Rowena und Priodan. Vitus Herforter ist tot. Das hier ist der Rest von seiner Gruppe, den ihr befragen könnt. Ihrer Steinhauer ist die Dame, die euch angeheuert hatte. Ihr bekommt neben den Befragungsmöglichkeiten dieser Einheit auch alles, was ihr braucht für die Ermittlungen in der Stadt. Wenn ihr mögt, hier sind die Schlüssel zu den Kerkerzellen. Die führen direkt ins Inquisitionsgewölbe. Ihr habt auch gegenüber den Kerkern die Möglichkeit für Folter, für hochnotpeinliche Befragung, solltet ihr dies für nötig erachten. Vortrefflich. Ich hoffe, das ist nicht der Fall. Wir haben allerdings nicht viel Zeit. Wir werden vielleicht später nochmal mit der großen Gruppe vorbeikommen. Ich denke, die Gefährten oder die Einheit, die vier Leute, die sind weiterhin hier anwesend, oder? Für Befragungen. Sie haben die Kammern bezogen neben Vitus Quartier. Dort werdet ihr alles finden, was ihr braucht. Danke, dann würden wir uns vorerst gerne die Kammer von dem Herrn Vitus anschauen. Ein Novize wird euch zu ihnen bringen. Dann Praios mit euch. Dank Praios mit euch. Auch zum Abgang wieder eine tiefe Verbeugung. Ja, so könnt ihr geführt von einem Novizen durch die Örtlichkeiten der Sonnenstadt gehen und werdet dann vor die Quartiere der Sonnenlegion gebracht. Direkt in der Kaserne wird die Kammer einmal aufgeschlossen und steht dann in dem Quartier von Vitus. Falk, ihr seht aus wie ein aufmerksamer Beobachter. Vielleicht könnt ihr euch hier einmal umschauen. Also ich weiß nicht, ob ihr des Lesens mächtig seid, aber ich könnte mal den Schreibtisch übernehmen. Vielleicht gibt es da die ein oder anderen Schriftwerke, die ganz interessant für unsere Situation sind. Selbstverständlich bin ich des Lesens mächtig. Achso. Ja. Gut, aber vielleicht übernimmt ihr den anderen Bereich. Sehr wohl. Ja, wenn ihr euch umseht, in der Zelle 3x3 Schritt groß ist sie, ziemlich karg, möchte man meinen. Gibt selbstverständlich dann auch ein Bett, eine Truhe, einen Rüstungsständer und einen kleinen Tisch mit einem Hocker, ein Wandregal, wo ein paar Kerzen draufstehen und auch so ein kleines Vademecum-Brevier von der 12 göttlichen Unterweisung, was ihr da auf den ersten Blick auch erkennen könnt. Und wenn ihr dann
euch umseht, das Bett ist zerwühlt, ein paar leere Pergamentblätter, die überall im Tisch oder auf dem Raum verteilt liegen, und die Truhe ist wohl auch geöffnet. Also irgendjemand hat hier vielleicht schon geschaut, oder aber er ist nicht sehr reinlich. Das ist doch merkwürdig. Eine offene Truhe. So viel Unordnung? Ich würde mir mal anschauen, was da in der Truhe drin ist. Ja, guckst rein. Eigentlich nichts Außergewöhnliches. Die Kleidung, irgendwie ein Waffenpflege-Ausrüstungsset, so ein Schleifstein eben, so ein Tuch zum Abreiben von den Ölen. Und ja, Rüstungsständer ist dann auch leer, weil er die Rüstung ja getragen hat. Nur noch zivile Kleidung, wenig Ausrüstung, die da in der Truhe zu finden ist. Also für mich macht das den Eindruck, als ob das hier untersucht wurde, durchsucht wurde. Ja, wenn Falk am Schreibtisch ein bisschen die einzelnen Schubladen aufzieht, kannst du auch Schreibzeug erkennen. Ebenso wie das, was er bei sich gehabt hat. Auch hier, Pergamentblätter sind wohl noch genug da. Aber all diejenigen, die hier wohl sind, sind leer und nicht beschrieben. Obwohl es wieder viele Tintenflecke auf seinem Tisch gibt. Ich möchte nach überhaupt einem beschriebenen Blatt Papier, was kein Buch ist, schauen, Ausschau halten. Gib mir mal eine Sinneschärfeprobe oder auch Fährtensuche. Kannst du ja aussuchen. Ich würde Sinneschärfe nehmen und hätte 5 Punkte. Ja, blickst dich ein bisschen um, so deine Hände in die Hüfte gestemmt und also Brevier, du kannst noch erkennen, wenn das Buch so ein bisschen durchgeht, selber nicht weiter beschrieben, aber es findest ein Lesezeichen, vor allem im Hesindeteil von dem Brevier, kannst du ein Lesezeichen erkennen. Also hat er sich wohl für irgendeine Heilige der Hesindekirche interessiert. Aber wenn du das Buch zuklappst und dich im Raum umblickst, am Bett, wie gesagt, zerwühlt, du kannst Kratzspuren im Holz erkennen. Nicht vom Bett, sondern vom Flur, wo das Bett steht. Vom Flur in den Raum hinein oder wie? Ja, die Dielenbretter. Die Dielenbretter sind wohl verkratzt. Mein Baron, zerkratzte Dielenbretter, das sieht mir nicht nach Spuren von seinen Stiefeln aus. Also entweder der Mann hat einen sehr aktiven Schlaf oder lass mal gucken, ob da irgendein Geheimfach ist oder sowas in der Art. Kann man die Also ich würde die Dielenbretter mal wirklich anfassen, ob die irgendwie lose sind oder so. Ja, wenn du dich abkniest, dann kannst du tatsächlich so ein bisschen rütteln und schütteln. Und ja, man müsste das Bett einmal zur Seite ziehen und dann würdest du diese lockeren Bretter rausziehen können. Daher rühren wohl auch diese Kratzspuren. Geheimes das heißt, Fach. Helf mir einmal mit dem Bett. Selbstverständlich, mein Herr. Jo, dann ziehen wir das Bett zur Seite. Ja. Und wenn ihr dann das Brett wegzieht, könnt ihr ein Tagebuch finden. Ich werde euch das gleich aufdecken. Das hier ist der wichtigste Abschnitt des Tagebuchs. Aber Brin und Ronga kehren währenddessen zu Kasim zurück, der in der magischen Analyse vertieft ist. Kasim ist der Fährte noch einige Schritte weiter gefolgt und beiden kommen mit einem Bluthund dazu. Ja, Kasim, du hast es ja eine Weile geschafft, hast du irgendwas gefunden? Ja, er wedelt einfach nur mit dem Arm, so nach dem Motto, macht euer Ding, und greift dann nach unsichtbaren Fäden in der Luft und ordnet sie weiter und geht weiter ein paar Schritte. Sehr langsam, vorsichtig, so als müsste er darauf achten, dabei nicht zu stolpern. Er scheint noch vertieft zu sein, murmelt währenddessen immer wieder urtulamidische Worte, hat Schweißperlen auf der Stirn. Ronga, du hast jetzt oft genug mit Kasim an einer Seite gekämpft, um zu sehen, dass dieser Ausdruck im Gesicht, diese noch blassere Gesichtsfarbe, die Schweißperlen, dass er sich so ziemlich leer zaubert gerade. Aber er sieht so aus, als wäre er
zufrieden mit dem, was er bisher sieht, aber macht weiter momentan. Ich brauche euch, je nachdem, wie lange ihr gebraucht habt, Kasim ist insgesamt 4 Stunden beschäftigt. Aber ja, wir sind noch 2 Stunden wieder da. Während ihr dann mit dem Hund ankommt und Kasim da über den Tanzplatz, über den Schlamm und den Morast, könnt ihr wohl auch sehen, wie der Hund, den ihr gerade neu angebracht habt, exakt an der Stelle herumschnüffelt, die wohl auch Kasim beschreitet. Such, gutes Hündchen, such. Beistimmig, dieser Hund. Ihr folgt dem Hund und die Fährte ist, führt euch ziemlich deutlich. Ja? Von der Ringtonne ging es hier schon ein bisschen weiter. Das war sich rumgefragt worden bis ungefähr hier. Der Hund folgt der Fährte weiter hier die Straße entlang und dann fängt er an, hier an dieser Mietskaserne an der Tür zu kratzen. Vonga, können wir einfach reingehen? Das ist doch eine Kaserne. Ja, das ist es wohl. Eine Mietskaserne ist nicht eine Kaserne für Soldaten. Das weiß Brin nicht so genau. ist einfach nur ein Plattenbau-Äquivalent. Ich bin sicher, wir sind überall willkommen, wenn wir nur freundlich fragen. Ja, Ronga hat noch etwas zwischen seinen Fingerspitzen, hat sich noch einmal abgeduckt, als er an Kasim vorbeigegangen ist und er ihn abgewunken hat. Er hat dem nur weggenickt und hat wohl einige Haare in der Hand. Hier, Brin, schau mal. Was ist das? Das sieht aus wie Haare. Ja, ich würde das einem Hund zuordnen, scheint wohl Hundehaare zu sein. Habe ich dort gefunden, wo Kasim seine Zaubereien angestellt hat. Könnte etwas bedeuten, könnte aber auch gar nichts sein. Haltet sie fest und entscheidet euch jetzt erstmal, ob ihr anklopfen wollt oder ob ihr Verstärkung rufen oder wie. Vielleicht sind das ja Pferdehaare. Ein paar Leute sagten, sie hätten Pferde gehört. Ja, Zeron. Bist du auch schon hier hingekommen? Hast du irgendwas in Erfahrung bringen können? Was ich eben sagte. Mich haben sie auch hier lang geführt. Also hier kamen die Geräusche wohl her. Und nichts, was... keine näheren Informationen. Niemand, der irgendwen gesehen hat oder etwas langhuschen. Sie verschließen ihre Augen und die Fenster Richtung der Brache, da sehen sie nicht viel. Ja, während ihr da vor der Mietskaserne steht, könnt ihr wohl noch sehen, wie die Tür aufspringt. Irgendein ziemlich muskulöser Mensch mit einer Glatze schwenkt raus. Wo sind meine Fische? Und irgendwie aus dem Fenster lehnt sich eine alte Frau raus, die wohl irgendwie eine Fluppe muntert. Weg mit den Viecher! Ja, fangen da wohl an, irgendwie sich zu streiten und dann winkt er mit der Hand ab und geht wohl irgendwie in die Gassen weg. Kam der Mann aus unserem Haus was oder nur aus einem? Ja, aus eurem Haus. Das ist wohl eine große Partei, die da wohl, also viele Leute, die da in der Mietskaserne drin wohnen und wohl unteres Gesocks, möchte man meinen. Oh, Brin macht direkt einen Schritt mit dem Hund auf die Tür zu, der sowieso der Spur folgen will und will ganz gerne einfach mit dem Tier und das Tier alleine geführt da rein. Ja, direkt die Treppe hoch. An, führt dich die Treppe nach oben bis unter den Dachstuhl. Vor einer angelehnten Tür schlägt euch schon ein ekelhafter Gestank entgegen. Dann zieht den Hund ein Stück zu sich, sagt gut gemacht und verzieht die Nase, wenn erstmal Ronga anschaut. Da riechst du das? Ja, ich riech das. Wie du da noch der Hund irgendwas kaputt macht, was man nicht kaputt machen will. Durch eine Verwesung. Ronga zieht seinen großen, verzierten 1,5 Hände aus der Schade heraus und mit angelegtem Schwert drückt er die Klinke runter. Um die Tür einmal ganz auf. Als die Tür vollständig offen ist, schlägt dir der betäubende Gestank von Blut, Efel und Exkrementen entgegen. Sowie der süßliche Geruch von Fäulnis. Und deine Kammer ist spärlich möbliert. Ein verlaustes Bett, ein Tisch und ein umgestürzter Hocker. Darüber baumelt ein Erhängter von einem Dachbalken. Leere, blutverkrustete Augenhöhlen starren in Richtung der Tür, in der ihr steht. Das zerkratzte Gesicht und die blutbesudelten Hände des Toten lassen vermuten, dass er sich selbst die Augen aus dem Kopf gerissen hat. Er ist ein Mann mittleren Alters in der einfachen Klamotte eines Tagelöhners. Eine Wunde an seiner Seite, die von einem Schwerthieb herrühren dürfte, zeigt, dass er wohl euer Gesuchter sein könnte. Was für eine Scheiße.
Legt der Hund auf den Mann an, also ist das Blut, womit er besudelt ist, wahrscheinlich das unseres Prajoten? Weiß ich ja. Nicht, ich bin nun extra zur Seite gezogen. Also der Hund ist zur Seite gezogen, aber wenn sie dann da sind an dem Geruch, den sie suchen sollen, dann ändern sie auch ihr Verhalten, weil so adressierte Suchhunde wollen dann belohnt werden. Wenn die Tür offen ist, kann Brin sofort merken, dass der Hund weiß, wir sind hier, weil er sich nämlich an seinen Oberschenkel drückt und mit seinen großen Augen von unten anguckt, bettelnderweise. Der Hund denkt offensichtlich, dass er seine Arbeit getan hat. Ja, Brin öffnet seinen Rucksack, nimmt einen Wasserschlauch, nimmt ein wenig gepökeltes Fleisch, wäscht es so ein bisschen ab und gibt dann dem Hund ein gutes Stück gepökeltes Fleisch, was er abgewaschen hat, damit es nicht mehr ganz so salzig ist. Und der Hund lässt es sich schmecken, ja. Er nimmt diesen Fleischstreifen, den schweren, harten Fleischstreifen, fängt an, kaut ein bisschen auf ihn rum, legt dann den Kopf in den Nacken und in mehreren glucksenden Bewegungen versucht er dann das ganze Ding am Stück runterzuschlucken. Ja, Ronga, das, was du erkennen kannst, ist wohl, die Fußlappen passen tatsächlich zu den Spuren, die du entdeckt hast. Und das, was Zaron wohl am meisten verschüttert, ist, dass die Augäpfel herausgerissen aus den Höhlen noch immer wohl vor ihm liegen, unten auf dem Fußboden.